Das heutige Lost Place ist eine seit 2003 verlassene Mühle, die komplett eingerichtet ist. Für Sprüche und Schriften sind Fachwerkhäuser bekannt, doch die folgenden zwei lassen erahnen, zu welcher Zeit dieses Haus gebaut wurde. Die Kraft der Nation schafft das tägliche Brot und da hinten steht, Deutsch sei dein Herz und soll es ewig bleiben. Ich gehe stark davon aus, dass in diesem Gebäude damals vielleicht mal ein Nazi oder so gewohnt hat. Das Betreten dieses Gebäudes stellt sich in manchen Bereichen als lebensgefährlich dar. Das Holz ist feucht, die verstummten Maschinen sind schwer und der Verfall sorgt dafür, dass mit der Zeit auch dieses Haus immer mehr in sich zusammenfallen und bald nicht mehr existent sein wird. Neben vielen persönlichen Dingen und Gegenständen aus anderen Zeiten finden wir in diesem Gebäude auch die Todesanzeige des vorherigen Besitzers. Und nun kommt mit auf eine Reise zurück in die Vergangenheit. Dann schauen wir uns erstmal draußen ein wenig um. Von außen sieht das Gebäude schon ziemlich, ziemlich alt aus und auch schon ziemlich einsturzgefährdet. Man kann hier schon am Dach erkennen, dass es teilweise leicht eingestürzt ist. Hier wurde, so wie es aussieht, auch viel mit Holz gebaut. Das Ganze ist altes Fachwerk. Ich bin gespannt, wie es drin aussieht, wie es mit der Beschaffenheit ist in diesem Haus. Bevor wir reingehen, schauen wir uns aber kurz erstmal noch draußen um. Wir gucken in die verschiedenen kleinen Räume, die es hier gibt. Und gerade noch gesehen, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber das, was da steht, ne? Die Kraft der Nation schafft das tägliche Brot. Und da hinten steht, Deutsch sei dein Herz und soll es ewig bleiben. Ich gehe stark davon aus, dass in diesem Gebäude damals vielleicht mal ein Nazi oder so gewohnt hat. Ich meine, im Jahr 1936, 35 waren die alle irgendwie so. Aber dass einer sowas auf sein Haus schreibt, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Naja, dann gehen wir einen Raum weiter. Auch hier ist nur ein kleiner Raum, der wahrscheinlich als Abstellraum, als Lagerraum benutzt wurde. Auf dem Boden sehen wir noch einen Satz Winterreifen. Da hinten noch ein Ölfässchen. Was direkt am Anfang auffällt, ist, dass es hier sehr viele kleine Räume gibt. Hier haben wir noch zwei Türen. Die sind, glaube ich, aber verschlossen. Ja, das kriegen wir nicht auf. Denn auch nicht. Was haben wir hier? Am Ende sieht man direkt solche Regale für Weinflaschen. Hier links irgendwelche alten Bierfläschchen. Und was haben wir hier? Holighaus. Das war wahrscheinlich irgendwie was zum Wäschemachen oder sowas. Was genau das Ganze ist, kann ich euch leider beim besten Willen nicht sagen. Und ich möchte auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ist hier was drin, was sich drehen lässt. Im Regal noch Töpfe, noch mehr Gläser. Also ich schätze mal, das Ganze war hier mal einfach nur ein Lagerraum. Das Besondere an diesem Raum ist, der endet direkt am Berg oder in einem Berg oder sowas. Seht ihr das? Da wurde damals hier reingehauen. Wahrscheinlich, weil unter der Erde bzw. unter den Steinen das Klima halt beständig ist. Dann können wir auch hier wieder rausgehen. Hinter dieser Tür, die auch mal gut gesichert war, ist der Stall. Oh, welche Tiere hier gehalten wurden, schwer zu sagen. Vielleicht einzelne Schweine oder doch ein Rind. Vielleicht wurden die Tiere gehalten für den Einzelbedarf. Weiß man nicht so genau. Zumindest sieht das Ganze hier so ein bisschen selbstgezimmert aus. Können wir hier wieder rausgehen und direkt zu dem Eingang zum Wohnhaus rein. Die Türen sind noch schön verziert von außen. Irgendwer hat das hier aufgebrochen. Und das ist der Eingang zum Wohnbereich. Und guckt euch mal diesen kleinen, aber alten und feinen Flur an. Wahnsinn. Hier geht es dann gleich zu den alten Mühlenklamotten. Dann gibt es noch einen Treppenaufgang nach oben. Wir schauen uns aber erstmal hier unten um. Und wie gesagt, bei dieser Location muss man übertrieben vorsichtig sein. Das ganze Gebilde hier ist aus Holz. Das heißt, dass es verwittert und hier Einsturzgefahr ist. Also das ist mal wieder eine Location, wo man relativ vorsichtig sein muss mit seinen Schritten. Rechts im Schrank sehen wir direkt die alten Arbeitsschuhe da unten vom Land Rover. Gehen wir weiter hoch, befinden sich noch ein paar Gesellschaftsspieler hier. Zeichenspiel, Biene Maya, das Goldene Spielemagazin. Irgendwie hat das Gefühl auch jeder gehabt. Ich glaube, jeder von euch oder viele von euch kennen das noch. Das erinnert mich immer so ein bisschen an meine alte Kindheit, so die ganzen Gesellschaftsspiele. Wird heute leider gar nicht mehr so oft gespielt. Auf dem Boden befinden sich die letzten Regenschirme, die dort von den letzten Bewohnern hingestellt wurden und danach nie wieder benutzt wurden. Schauen wir weiter, sehen wir direkt
ein Kalender an der Wand von 1999. An dem Kalender hängt dann noch eine, ja, gibt's eine Geburtstagskarte. Herzlichen Glückwunsch, meine liebe Marianne, zu deinem 70. Geburtstag, deine Franz. Also können wir davon ausgehen, dass hier drin ein älteres Ehepaar gewohnt hat. Unter dem Kalender befindet sich dann der Schuhschrank mit ein bisschen Lack. Weiß ich, hier hat Tee oder sowas drin. Vom Flur geht's dann weiter in diesen Raum. An der Tür gibt's ein Schild. Warnung vor dem Hund. Dann schauen wir mal rein. Und das ist die Küche. Und der Hund. Nein, Marvin ist auch wieder dabei. Hinter der Tür befindet sich dann diese alte Sitzecke mit dem Esstisch. Auf dem Tisch befinden sich einige Postkarten. Saluti, da ist ja. Mit einem Foto einer Frau von hinten. Auch hier, vielleicht waren die Bewohner gerne mal in Italien Urlaub. Außerdem befindet sich auf dem Tisch ein altes Passfoto, wahrscheinlich von der Dame, die hier lebte. Es sind schon einige Schubladen auf dem Tisch gelandet, die mal dort in diesem Schrank waren. Und in diesem Schrank befinden sich noch ein paar Gläser und Tassen. Aber man sieht, dass dieser Schrank trotzdem schon ausgeräumt wurde von irgendwelchen Leuten, die nach irgendwas Wertvollem gesucht haben. Und sich an solchen Lost Places bereichern wollen. Vielleicht findet man ja noch was, was Geld bringt, und das muss man dann mitnehmen. Naja, ist nichts für mich. Leider gibt es manchmal solche Leute. Wenn wir weitergehen, sehen wir auf dem Boden so einen übertriebenst alten Ofen. Der wurde auch schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Guckt euch mal diese großen Spinnweben hier an. Da drin auch. Nebenan befindet sich der Herd. Auch schon übelst vergammelt. Diese Knöpfe wurden auch schon lange nicht mehr bewegt. Auf dem Herd ist so ein altes Rechengerät. Drehen wir uns um, sehen wir den alten Arbeitsbereich mit Spüle. Über der Spüle so ein Heiz. Tank, so ein kleiner. Hier ist das Wasser drin. Unten drin befindet sich so ein kleiner Heizstab, und der hat das Wasser dann warm gemacht und gekocht. Außerdem befindet sich auf der Arbeitsplatte noch dieses Radio, dieses alte vom Universum. Kann man sich dann gut vorstellen, wie die beiden Herrschaften morgens vielleicht Radio gehört haben beim Frühstücken. Wenn sie dann da saßen und Zeitung gelesen haben, ja, schön das Brötchen geschmiert haben oder den Toast. Und sich dann unterhalten haben, wie, ja, wie der Tagesablauf hier ist. Was heute passiert, was man macht, ob irgendwelche Kunden kommen und so weiter und so weiter. Das ist gerade auf dem Boden gesehen, destilliertes Wasser. Das Ding ist aber komplett eingefroren. Ja, wie man gerade schon draußen gesehen hat, das ist jetzt ziemlich kalt heute. Minus 5 Grad haben wir bestimmt. Aus der Küche gehen wir dann ein halbes Stockwerk höher. Und das ist der Vorratsraum dieses Hauses gewesen. Oder auch Abstellraum und Lager. Im Regal befinden sich noch ein paar Töpfe und Kannen. Da sind noch ein bisschen Besteck. Also ich würde sagen 80er. Ist ja so 80er-Style, oder? Auch hier im Schrank. Schon allein diese Schüssel da, diese orangene. Ist auch ein Zeugnis, ja, von dem Alter dieses Gebäudes und der Leute, die hier gewohnt haben. Hier gibt es noch einen Raum. Das war das Badezimmer. Das Waschbecken sogar noch ganz. Und der Medizinschrank. Was haben wir denn noch im Medizinschrank drin? 3 Planfresh Zahngel, Medifon, das kenne ich nicht, Biohautschutz, dort sehen wir den alten Rasierer von dem Mann, oh, das gute Irish Moss, vielleicht riecht das sogar noch, ja, riecht sogar noch ein bisschen, noch riecht gar nicht schlecht. Oben drauf auch noch ein Fläschchen Hugo Boss, aber ich sagte mal, ein weiser Mann, es bringt nichts, wenn du Boss trägst und wie Hugo aussiehst. Vielleicht kennt der eine oder andere noch Hugo von damals aus dem Fernsehen. In der Ecke. Die Dusche, die sieht sogar noch gut aus. Auch die Badewanne ist jetzt hier nicht so übertriebenes Versiff, wie man es kennt aus Lost Places. Wir haben ja jetzt das Datum 1999. Wenn das hier seit 1999 leer steht, dann hat sich das hier relativ gut gehalten. Aus der Küche geht es dann Richtung Mühle. In dem Bereich da vorne müssen wir relativ vorsichtig sein. Schauen wir mal kurz, was es hier so Interessantes gibt. Dort in der Ecke sehen wir einen alten Ofen. Hier die ersten Anzeichen für die Mühle, die sie mal war. So wie das aussieht, ist sie aber schon
länger nicht mehr in Betrieb genommen worden. An den Haken hängen noch Arbeitsjacken. Und hier hinter sehen wir das Gefährliche an dieser Location. Seht ihr die Maschine, wie die eingebrochen ist? Und wenn wir nach oben gucken, passiert hier auch das Gleiche. Also weiter als hier, wo ich jetzt gerade stehe, werde ich sicherlich nicht gehen. Denn so eine Maschine möchte ich nicht auf den Kopf bekommen. Hier sehen wir auch noch so eine Maschine. Ich weiß nicht, was es war. Schwer zu erkennen gerade. Wenn wir uns den Boden hier angucken, der ist dort dunkler als da, wo ich gerade stehe. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es Feuchtigkeit angesetzt hat. Und Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum mit Holz gemischt. Ah, schlechte Kombination, wenn man da drauf gehen möchte. Wir können uns zumindest das hier angucken. Was das gewesen ist, kann ich euch leider nicht sagen. Auch irgendwas zum Malen wahrscheinlich. Irgendwie ist da ein Malwerk drin oder so. Das ist das Modell PM300-500. Die ganze Maschine ist noch rein mechanisch. Kaum was mit Elektrik dran. Hier hinter ist der Motor mit der Riemen. Die guten alten Zeiten, wo noch nicht so viel mit Elektrik gemacht wurde. Hier nebenan befindet sich ebenfalls noch so eine Maschine. Hergestellt von Fürmeier und Witte. Maschinenfabrik für Mühlenbau, Eisengießerei, Wasserturbinen. Aus Mönchehof, Kreis Kassel. Außerdem befindet sich dann noch hier ein Raum. Privat steht an der Tür. Aussieht, war das mal. Ich hätte jetzt auf den ersten Blick gedacht, das wäre ein Büro oder sowas gewesen. Anscheinend ist es aber doch ein Abstellraum. In diesem Schrank befinden sich Insektenmittel, Ameisenmittel, Insektenstreumittel, Wurmpulver und so weiter. Rechts an der Wand diese 70er-Jahre-Tapete mit so einer Horrorfilmjacke, so diese Regenjacken, diese gelben. Echt Wahnsinn, wie alt diese ganzen Klamotten hier sind. Dann gehen wir nochmal Richtung Kamüle, schauen, wie weit wir kommen. Gerade gesehen, 25 Kilo Schweinefutter. Und jetzt wissen wir auch, was damals hier abgefüllt wurde. Futter für Tiere. Jetzt in diesem Sack war Schweinekraftfutter, vielleicht auch für andere Tiere. Wow, guckt euch mal diese Kiste hier an. Lebkuchen, Schokoladenfabrik in Nürnberg. Wow, was für eine schöne Kiste. Hier befinden sich dann auch noch irgendwelche Bilder drauf. Das Bratwurstglöcklein Nürnberg, Anno Domini 1500. Die ist aber schön verziert, die Kiste. Dann geht's weiter. Auch hier sind noch ehemalige Teile der Mühle zu sehen. Da sehen wir so ein fettes Zahnrad. Da hinten sowas wie eine Art Rüttelmaschine vielleicht oder irgendwie ein Staubschutz. Auch in diesem Bereich noch einige alte Maschinen. An den Balken sehen wir sogar noch die Rezeptur. Schweine, Alleinfutter für die Entmast, Mischfutter. Hier ist sogar noch die Zusammensetzung zu sehen. 62% Futtergetreide, 20% Mühlennachprodukte. Sojaschrot, Eiweißkonzentrat und so weiter. Jetzt sehen wir, was alles damals im Schweinefutter zu finden war. Was dann wir als Endverbraucher schlussendlich mitgegessen haben. Hier auf dem Boden befinden sich irgendwelche Metallteile. Ich glaube, das waren Blomben, um die Säcke oder sowas zu verblomben. Die wurden dann zugemacht, zusammengeklipst und dann was verblombt. Ein Wahnsinnsgebäude. Findet ihr nicht? Wäre das Ganze nicht so gefährlich hier? Wenn wir weitergehen, sehen wir, dass hier schon irgendwie einer leicht durchgebrochen ist mit einem Schuh. Und dann geht's in diesen Raum, in diese Abteilung, sag ich mal. Und da hängt einfach eine Couch von der Decke. Wieso hängt da eine Couch von der Decke? Was ist hier passiert? Also von oben ist sie nicht gekommen. Irgendeiner muss sie da hingegangen haben. Auch hier stand mal eine Maschine. Ist auch schon eingebrochen. Oh, hier in der Ecke befindet sich der Safe. Guckt euch mal diesen riesen Safe an. Hier sind sogar noch irgendwelche Bücher drin. Die sind schon übertriebenst vergammelt. Unterlagen. Was kann ich hier lesen? Ab 1974. Da haben wir das Hauptbuch. Beginn Mai 1949. Diese ganzen alten Unterlagen. 1936, 1937. Ja, da kann man sehen, wie alt dieses ganze Gebäude, dieses ganze Gebilde schon ist. Meinte, ich soll mal einen Blick reinwagen in das Buch. Sieht doch schon interessant aus, oder? Hier ist alles voller Notizen. Die Schrift kann ich nicht mehr lesen. Aber in dieser Mühle wurde alles fein säuberlich notiert und aufgeschrieben. Legen wir das mal zurück hier. Der obere Teil vom Safe ist zu. Wunderschön. Sowas zu sehen, freut mich.
Schauen wir uns weiter um. Hier befindet sich, weiß nicht, was soll das sein? War das mal eine Art Solarium? Für mich sieht das auf jeden Fall so aus. Die Personen, die gelebt haben, haben sogar noch ein Solarium gehabt. Die haben sich's wohl gut gehen lassen. Und dann geht's hier hin. Was ist das? WC. Ah, ja, ein kleiner Raum für das WC. Das ist wieder eine Location, da könnte ich mich ewig drin aufhalten. Dann sind wir in diesem Bereich fertig und schauen noch ein wenig im Wohnbereich. Denn da gibt es dann auch noch eine Treppe nach oben. Und da bin ich gespannt, was ich auch da zu sehen bekomme. Vom Flur aus führt diese Treppe dann nach oben. Und hier kommen wir dann in den Wohnbereich. Links der Raum sieht aus wie das ehemalige Büro dieser Mühle. Und guckt euch mal an, die ganzen Klamotten sind alle schon hier rumgeschmissen. Da hinten befindet sich ja noch eine Art Safe. An dieser Wand der Kalender ist von 2003. Dort die ganzen Ordner und Daten dieser Mühle. Ja, hier sehen wir einen Tresor. Weiß ich warum, aber Inge hat versucht, das hier aufzubrechen. Ja, genauso wie diesen hier. Ich hoffe, dass sie nichts mehr gefunden haben. Auf der rechten Seite dieser schöne uralte Schreibtisch. Auch mit verschiedenen Dokumenten drauf. Lieferscheine, 22 Fragen zu Europa. Kalender 95, 2001. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es 2003 hier verlassen wurde. Einfach nach dem aktuellen Kalender da, der an der Wand hängt. Aus diesem Raum geht es dann in den nächsten. Und was sehen wir hier? Oh, der Raum ist ziemlich leer. Oh, was sehen wir denn da auf dem Boden? Oh, viel Schlüpfriges, sage ich mal. Ich sehe schon, das muss ich wieder alles zensieren. Gegenüber auch ein Schrank mit vielen Kassetten drin. Auf dem Boden so ein schlüpfriger Kalender. Und hinter uns auf dem Tisch alles voll. Junge, 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 Junge. Was haben wir denn da? Happy Star Video, Wollust. Die Videogirls von High Society, außerdem die Venusfalle und Wilde Orchidee 2. Also hier gibt es auch ein paar Perns. Ist ja nichts Verwerfliches dran. Und hier hinter befindet sich noch ein Raum, ist ja der Wahnsinn. Wie verwinkelt das Ganze hier ist. Und auch das sieht aus wie so ein ehemaliges Büro-Schlafzimmer. Sowas in der Art. In der Ecke ein Schreibtisch mit vielen Dokumenten. Hier unten persönliche Bilder aus der Schule. Wow, und ganz interessant, die Todesanzeige von der Person, die das hier gehörte. Geboren am 15.12.1931, gestorben am 28.10.2003. Ja, man kann also sagen, dass der Herr dieses Hauses 2003 gestorben ist und danach hier nicht mehr viel passiert ist. Ich weiß nicht, ob die Frau dann noch hier länger gewohnt hat oder dann auch ausgezogen ist, weil sie einfach zu groß war. Der Mann ist auf jeden Fall seit 19 Jahren tot. Was sind wir hier? Ein Merkblatt für die Teilnahme an Atemschutzgeräte-Lehrgängen an der Katastrophenschutzschule von 1991 mit einem Foto der Feuerwehrleute. Auch hier befinden sich noch private Bilder. Zwei Männer und zwei Frauen. Wie die im Zusammenhang zu diesem Gebäude stehen, kann ich aber leider nicht sagen. Auch hier auf dem Boden alles verteilt. Sogar eine Windows 95 CD. Manche können die bestimmt auch gebrauchen. Und dann gibt es noch eine Tür hier. Ich weiß nicht, wo die hinführt. Oh, hier geht es wieder zur Mühle. Ein Stockwerk höher. Auch hier wieder verschiedene Mühlengeräte auf diesem Stockwerk. Und je höher ich gehe, desto mehr Schiss kriege ich tatsächlich. Eine Matratze liegt da auf dem Boden. Hier sehen wir noch irgendeine Achse für irgendeinen Antrieb. Irgend so ein Mischgerät, so wie das ausschaut. Auch in diesem Bereich sehr viele interessante Maschinen, aber ich traue mich echt nicht weiterzugehen. Leute, ganz ehrlich nicht. Das ist mir alles zu gefährlich irgendwie hier, dass der Boden sieht auch so feucht aus. Aber ich lasse es einfach. Das ist mir zu gefährlich. Das möchte ich nicht riskieren. Und ich glaube, das wollt auch nicht ihr, dass ich das riskiere. Auf dem Stuhl noch eine Beschreibung. Eine Anleitung zur Inbetriebsetzung und Behandlung der Walzenstühle. Das hat irgendwie schon einen Museumscharakter, würde ich sagen. Das könnte auch in einem Museum hängen. Hier liegt auch eine Zeitung vom 8. Dezember 1998. Also man kann stark davon ausgehen, dass dieses Gebäude wirklich mit dem Tod von dem Mann, der hier lebte, verlassen wurde. Und jetzt geht es sogar noch eine Etage höher. Und hier
höher wir kommen, desto mehr müssen wir aufpassen, dass wir nicht einstürzen. Oh, was haben wir denn hier? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier überhaupt was drin steht. Hier steht eine alte Couchgarnitur. Und dieser schöne, massive Schrank wieder. Wow. Traumhaft. Dass so ein Schrank hier vergammeln muss. Man könnte den echt schön restaurieren und dann selber benutzen oder verkaufen, sodass noch jemand anderer Freude daran hat. Leider ist es aber nicht so. Auf dieser Sitzbank sehen wir noch ein Hochzeitsfoto von den hier ehemals lebenden Personen. Auf dem Boden ist alles verteilt, Bücher und sonst noch was. Was ist jetzt hinter diesem Vorhang? Oh, ein Bett. Guckt euch mal dieses massive Bett an. Wahnsinn. Auf der Matratze liegt auch ein privates Foto und irgendwer hat hier diese Matratze aufgeschlitzt. Vielleicht hat er ja was drin vermutet oder so. Auf dem Schreibtisch ganz viele Bücher über Diabetes-Schulung und sowas schön fein säuberlich hier hingelegt. Vielleicht war irgendwer in diesem Haus, der hier lebte, Diabetiker oder so eine Art. Oder irgendwer wollte das lernen und war Arzt oder so, aber das glaube ich eher nicht. Was man sagen kann, dass sich irgendwer über Diabetes informiert hat. Und zwar sehr gut. Wenn wir uns umdrehen, befindet sich ebenfalls noch ein Raum hier. Das war auch mal ein Schlafzimmer, so wie das ausschaut. Was nicht zu ändern ist, wird durch Geduld erleichtert. Vielleicht war das mal irgendwie so ein Gästezimmer oder der Ankleideraum. Ich sagen, das war's mit dem Ganzen hier. Mit dieser verlassenen Mühle, mit diesem eher komplett eingerichteten Haus, kann man sagen. Es ist wirklich alles noch da. Man sieht, dass es schon etwas älter ist, das Ganze, aber auch ziemlich lebensgefährlich. Aufgrund dessen, dass das Ganze aus Holz gebaut ist und schon so am Vergammeln ist seit 2003 und anscheinend seitdem auch nicht mehr wirklich gepflegt wird, wird das Holz natürlich morsch. Die ganze Feuchtigkeit setzt sich im Holz ab. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist das hier auch ein bisschen gefährlicher. Im Großen und Ganzen ist dieses Gebäude wirklich sehr interessant. Auch wenn schon einsturzgefährdet ist. Ich hoffe, euch hat diese Location auch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Schaut in meiner Playlist nach weiteren Videos oder sucht unter Urban Discovery in der YouTube-Suche. Da werdet ihr natürlich auch fündig und seht viele spannende Locations. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt schön und negativ.